Was geht ab, Freunde, und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute mal am Nachmittag und tatsächlich sogar später, als ich eigentlich wollte, weil gestern Abend, am Dienstagabend, kam irgendwie kein krasser Content raus, beziehungsweise es gab irgendwie nichts so großartig zu besprechen. Heute bin ich dann aufgewacht und dachte mir, oh mein Gott, was ist alles für Content gekommen? Hab das alles ein bisschen gesichtet, hab die VIP-Trading-Gruppe versorgt, hab die Free-Trading-Gruppe versorgt, dass da erstmal die Leute Bescheid wissen. Aber jetzt gibt es natürlich auch nochmal ein Video, wo ich noch ein paar extra Infos gebe, wo ich das auch alles zusammenfasse, so dass ihr einfach auf dem neuesten Stand seid, wisst, was gerade abgeht, wisst, was zu tun ist und wisst vor allen Dingen, was auf euch zukommt. Kurzer Disclaimer aber schon mal, ich werde das auf jeden Fall jetzt so gut es geht und so schnell es geht runterrattern, dass ihr das schnell aufsaugen könnt, ne? Deswegen bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran, damit ihr wirklich auch nichts verpasst. Aber ich versuche das wirklich schnell runterzurattern, alle Infos, die es gibt, weil ich habe eben schon mal eine 20-Minuten-Aufnahme gemacht und irgendeinen Fehler mit dem Ton gab es da. Ich habe den Fehler jetzt eigentlich gefixt, das heißt, es sollte jetzt eigentlich alles laufen, aber dementsprechend habe ich gerade schon mal fast eine halbe Stunde an Zeit verloren, die das Video jetzt nochmal später kommt, was ein bisschen blöd ist. Umso besser für euch, weil ich ratter das Video jetzt noch ein bisschen schneller runter, weil ich das Video jetzt einfach schon mal aufgenommen habe. Das heißt, ich weiß genau, was ich gesagt habe und was ich jetzt einfach nochmal sage. Und dementsprechend würde ich sagen, wir schnacken nicht lang rum. Wir versuchen die 111 Likes diesmal, weil letztes Mal haben wir die 101 Likes geschafft, beziehungsweise wir haben sogar fast die 200 Likes geschafft. Kuss geht da auf jeden Fall raus. Lasst ein Abo da, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Ich sehe, dass immer sehr, sehr viele Leute die Videos schauen, die dann aber kein Abo da lassen. Und ja, das ist natürlich dann sehr schade. Ihr würdet mich damit sehr supporten. Ansonsten wisst ihr wie immer, wenn ihr am Ende des Videos Fragen habt, schreibt es in die Kommentare. Wir brauchen Footpin erstmal nicht, sondern wir brauchen erstmal Twitter, weil, wie gesagt, einiges an Content rausgekommen ist. Und zwar hat es gestern gestartet mit einer Team of the Week Prediction, aber es war nur eine Prediction. Gestern Abend ging es dann sogar noch weiter mit Team of the Week Coming Tomorrow und das war dann halt ein offizieller Leak von Food Sheriff ohne Bilder und so weiter und so fort. Einfach nur die biggest names, sage ich mal. Trent Alexander-Arnold, Garnacho, Theo Hansen, Chevalier, Dybala, Jimenez, Berardi sollen also heute um 19 Uhr ins Team of the Week kommen. Deswegen nehme ich das Video übrigens auch vor 19 Uhr jetzt noch auf. Ich hätte jetzt auch noch anderthalb, zwei Stunden warten können auf 19 Uhr Content und so. Ich glaube aber nicht, dass heute Abend krasser 19 Uhr Content kommt, um ganz ehrlich zu sein. Dementsprechend kann ich das Video auch jetzt einfach aufnehmen, so, weil ab 19 Uhr sind die meistens eh irgendwann mit Champions League und so beschäftigt. Deswegen ist das Video jetzt besser, weil die ganzen Infos, die wichtig sind, kriegt ihr jetzt trotzdem schon vor 19 Uhr. Das Einzige, was halt nach 19 Uhr kommt, ist wahrscheinlich Team of the Week Upgrade. Die ganzen SBCs werden refreshed und da kann ich vielleicht schon mal einen kurzen Ausschwenker machen. Und zwar das Icon Pack wird, soweit ich weiß, heute Abend auch refreshed. Wir haben ja noch den Base Hero Player Pick und das Base Icon Upgrade, was dreimal wiederholbar ist. Das wird jetzt heute refreshed, läuft dann noch drei Tage, beziehungsweise ab heute Abend dann bis Freitagabend. Und Base Hero Player Pick läuft sogar bis Samstagabend und wird morgen Abend refreshed, soweit ich weiß. Das heißt, du kannst jetzt heute Abend das Base Icon Upgrade noch dreimal machen und morgen Abend den Base Hero Player Pick auch wieder dreimal. Das vielleicht schon mal kurz am Rande. Und ja, die ganzen anderen SBCs bleiben ja so. Hier eine Review Player Pick kannst du alle 24 Stunden einmal machen. Ich plus Kampagnenmix kannst du jeden Tag machen. 78 plus Pick und so weiter und so fort. Also diese ganzen Gamble SBCs, die anderen bleiben ja dir sowieso die ganze Zeit. Deswegen glaube ich nicht, dass heute Abend so krasser Content kommt, dass ihr da schon mal Bescheid wisst. Und dann können wir uns nämlich eher auf den Content fokussieren, der jetzt im Laufe der Woche kommt, beziehungsweise Richtung Wochenende kommt, weil EA Sports hat einen rausgehauen mit dem Radioactive Team 1, beziehungsweise allgemein mit der Radioactive Promo. Eine komplett neue Promo, die in FIFA kommt. Das heißt auch wieder komplette Fragezeichen bei vielen FIFA-Spielern, die vielleicht nicht meine Videos schauen oder die Videos von jemand anders schauen oder allgemein selber auf Twitter und so unterwegs sind. Und dementsprechend wird auch wieder viel Panik und so, denke ich mal, passieren. Kann ich euch schon mal vorwegnehmen. Dazu wird es wahrscheinlich dann morgen nochmal ein Video geben, wo ich ein bisschen darauf eingehe, was man sich Freitagabend zu der Panik dann vielleicht einkaufen kann, worauf man ein bisschen achten sollte. Das sollte jetzt heute aber kein Thema werden, sonst wird das Video zu lange. Heute ist, wie gesagt, eher wichtig, dass wir erstmal den Content durchsprechen, dass ihr dann wisst, was los ist und eben nicht in diese Panik reinläuft. Also Radioactive Team 1, ihr seht die Spieler, krasse Spieler. Was fällt bei diesen Spielern auf? Richtig, die Spieler sind vielleicht aufgrund ihrer Nation oder aufgrund ihres Clubs nicht allzu einfach einzubauen. Bestes Beispiel Messi, Argentinien ist nicht ganz so leicht einzubauen, MLS auch überhaupt nicht leicht einzubauen, Inter Miami auch nicht, Benzema mit Frankreich natürlich noch mal ein bisschen einfacher, aber Saudi League und sein Club auch nicht so geil und Radioactive Team 1 läuft dann einfach so ab. Diese Spieler kriegen einen besonderen Chemie-Boost, das heißt, sie kriegen einen +2 Boost auf die Nation, einen +2 Boost auf die Liga und einen +2 Boost auf den Club. Was heißt das am Ende des Tages für diese Spieler? Du kannst ihn in jedes Team einbauen. Du kannst diese Spieler, einen Messi, einen Benzema, Kehr, Valverde, Araujo etc. in jedes beliebige Team einbauen. Wichtiger Punkt ist, euer restliches Team muss halt schon, ne, anhand der 10 Spieler auf voller Chemie sein. Das heißt, wenn du 10 Icons drin hast, so, dann
sind die 10 Icons ja schon alle auf voller Chemie und dann könntest du jeden einzelnen Spieler davon reinpacken. Gut, bei einem Voll-Icon-Team könntest du so oder so jeden Spieler davon reinpacken, weil Icons ja auch die Liga pushen und so. Ihr wisst aber, was ich meine, was ich sagen will. Wenn euer restliches Team ohne Manager auf voller Chemie ist, könnt ihr jeden Spieler davon euer Team packen, weil dieser Spieler nur einen Manager League braucht. Weil dieser Spieler dann am Ende des Tages nur einen Manager mit der Liga braucht. Das heißt, wenn du Messi ins Team packst und einen Trainer aus der MLS ins Team packst, dann ist Messi automatisch auch voller Chemie, weil er braucht ja zwei Argentinier eigentlich im Team, aber da er selber wie zwei Argentinier zählt, ist er dann schon da auf einem Chemiepunkt. Er braucht eigentlich zwei Leute von Inter Miami, er selber zählt aber schon als zwei Leute von Inter Miami, das heißt, er hat da auch schon einen vollen Chemiepunkt und er braucht ja drei aus der MLS, er selber zählt als zwei plus Manager sind drei, dementsprechend Messi wäre auf drei Chemiepunkten, wenn du einen Manager aus der MLS drin hast oder halt einen anderen Spieler. Ne? Aber es geht halt darum, du kannst diese Spieler reinpacken, packst einen Manager aus der Liga rein und die sind alle auf voller Chemie. Was ich persönlich sehr, sehr geil finde, geiles Konzept, sich da Spieler zu nehmen, die nicht so einfach zu linken sind. Hat sich EA mal was überlegt und ich persönlich finde das auf jeden Fall eine sehr geile Idee und ich glaube auch, dass das sehr, sehr krasse Karten sein werden und dass sie hoffentlich auch gut teuer sein werden, dass wir mal wieder ein paar Karten auf dem Markt haben, die auch ein bisschen teurer sind, die was wert sind und ihren Wert hoffentlich auch halten. Und es ist vor allen Dingen Team 1, das heißt, wir kriegen auch noch ein Team 2. So viel schon mal zu Radioactive Team 1. Dann kommt zum Radioactive Team 1 oder allgemein zu der Radioactive Promo eine Radioactive Evolution, was auch sehr krass ist. Ich habe gehört, du kannst bis 85 oder 86 Rating reinpacken. Hab dazu kein Leak gefunden. Deswegen, ich werde euch da auf dem Laufenden halten, sobald es da mehr Infos gibt. Ich werde das dann wahrscheinlich einfach bei Twitter liken, retweeten. Könnt auch gerne mal ein Follow bei Twitter dalassen. Ihr seht es hier oben, ich heiße Kenner35. Dann seid ihr immer auf dem neuesten Stand, ne? Weil die Videos kommen halt so alle 24 Stunden. Das heißt, in diesen 24 Stunden kann natürlich schon immer viel passieren. Und dann like und retweete ich solche Beiträge immer, dass ihr die auch auf eure Startseite bekommt. Oder ihr nutzt einfach den Free WhatsApp Trading Channel, da kommen auch Leaks und Trading-Tipps rein, ne, ganz kostenlos, könnt ihr einfach joinen, dann abonnieren oder folgen oder was auch immer man da bei WhatsApp denn drücken muss, ist auf jeden Fall kostenlos und ihr seht das dann einfach bei euren Channels so und könnt halt immer reingucken, wenn ihr Bock habt und seht dann da halt auch immer alle Neuigkeiten, wie wenn zum Beispiel bekannt ist oder wenn ich halt einen offiziellen Leak finde, was für ein Rating man da reinpacken kann und was für ein Pace maximal, was für ein Schuss maximal und so, weil dann kann man, glaube ich, sehr, sehr geil investieren, weil wenn es wirklich bis 85, 86 Rating da reingeht und die am Ende plus 2, plus 3 bekommen, plus die kriegen dieses Radioactive Design, plus es ist noch im Raum, ob die vielleicht auch diese Radioactive Chemie dann bekommen. Das heißt, das wäre wirklich dann, glaube ich, die krasseste Evolution überhaupt, wenn du da einen 85, 86 Rated Spieler reinpacken kannst, der irgendwie am Ende plus 2 oder 3 Overall Rating bekommt, Radioactive Design bekommt, wie bei den Centurions, die haben ja auch ihr eigenes Design, und dann noch dieser extra Chemieregel bekommt. Also dann würden, glaube ich, solche Karten, die da reingehen, alle komplett abgehen. Und deswegen wäre das ein richtig geiles Investment. Aber noch wissen wir dazu noch nicht alles. Ne? Wir wissen noch nicht, was für genaue Anforderungen da sind, ob die am Ende die Chemie von diesen Radioactive-Karten bekommen. Dementsprechend einfach updated bleiben auf meinen Kanälen. Ich werde euch da auf jeden Fall, soweit ich Infos habe oder Infos sehe, auf dem Laufenden halten und dann auch dementsprechend Trading-Tipps geben. Gut, dann haben wir hier auch nochmal das Radioactive-Team, auch nochmal von Food Police geleakt, beziehungsweise bestätigt. Manche Karten davon können sogar als Objective SBC kommen. Das wären dann auch mal, glaube ich, sehr, sehr beliebte Objectives SBCs, weil das halt an sich alles sehr beliebte Spieler sind. Und wenn die halt jeder gefühlt in sein Team einbauen kann, ist das natürlich sehr, sehr krass. Und ist es auch nochmal bestätigt, every player gives 2 Chemie Points to their Nation, League and Club. Damit ihr wisst, ne, der hat sich das nicht aus dem Arsch gezogen oder so, sondern es ist offiziell geleakt von den Leakern auf Twitter. Genauso geleakt ist Griezmann POTM. Damit ist mein Sturm gesichert. Endlich kommt Griezmann POTM, nachdem letztes Mal Bellingham gewonnen hat. Da war ich ein bisschen traurig. Aber Griezmann hat es tatsächlich geschafft, nochmal einen Monat auch zu performen, weil ich finde, den Monat davor hat er auch sehr, sehr gut performt. Da konnte man es Bellingham oder Griezmann geben. Und dieses Mal hat es Griezmann jetzt gewonnen und hat es auch verdient und ist einfach eine geile Karte. Also Griezmann wird sehr, sehr krass. Also wieder eine SBC, die SBC-Futter hoffentlich gut beanspruchen sollte und gut oben halten sollte während der Radioactive-Promo. Ich weiß nur nicht genau, wann er kommt. Ich glaube, er kommt aber diesen Freitag oder spätestens nächsten Freitag. Er sollte diesen Freitag kommen. Bellingham läuft noch 4 Tage, beziehungsweise ab heute Abend noch 3 Tage. Aber ich glaube, der La Liga POTM kam ja immer freitags. Dementsprechend sollte er dieses Mal auch am Freitag kommen. Und dann kriegen wir diese Woche Griezmann POTM am Freitag, dass ihr da schon mal Bescheid wisst, dass es wieder eine SBC gibt, die das SBC
SPC-Futter weiterhin oben hält, neben den SPCs, die wir sowieso schon haben. Ne, ich habe ja gerade schon drüber gesprochen. Icon Pack Refresh Stich ist wieder dreimal da. Hero Pack Refresh Stich ist wieder dreimal da morgen Abend. Wir haben dann noch einen Mbappé, wir haben immer noch Kenny Dalglish, John Barnes, Ballack etc. Die ganzen SPCs aus den letzten Videos. Und dann kriegen wir halt auch noch einen Griezmann dazu. Ist auch wieder sehr, sehr gut fürs Futter. Hier haben wir nochmal ein Team of the Week League. Dann haben wir nochmal ein Leak zum Icon Pack. Es gibt zwei Icon Packs Leaks. Und zwar einmal Philipp Lahm. Ich hoffe, er kommt als Thunderstruck Icon, weil dann am Ende des Tages wäre er wahrscheinlich zu Bayern gelinkt und würde dementsprechend auch Upgrades bekommen, beziehungsweise das eine Upgrade, was ja so wichtig ist. Das heißt, wenn das eine SPC werden würde, dann würde er eine 90 Rated bekommen, plus er könnte noch ein Upgrade auf eine 91 bekommen, dann wäre es eine geile Icon-SPC. Und mit der Base-Icon weiß ich nicht, ob Philipp Lahm da so eine krasse SPC ist, beziehungsweise ob er sich am Ende des Tages lohnt. Werden wir sehen, wollte ich euch nur schon mal gesagt haben, Philipp Lahm ist set to come als Icon-SPC, SPC soon. Da steht aber nicht, ob er als Thunderstruck oder als Base-Icon kommt. Deswegen, letztes Mal hat jemand auch geleakt, John Barnes kommt als Thunderstruck-Icon, dann kam er nur als Base-Icon. Genauso kann es jetzt hier sein, da ist ein Bild von Philipp Lahm, Base-Icon, er könnte aber trotzdem als Thunderstruck-Icon kommen. Dann zu den Thunderstruck-Karten auch nochmal allgemein, es gibt da irgendwie gerade Probleme. Die sollen ja, soweit ich weiß, zwei Playstyles bekommen, aber die haben jetzt hier irgendwie die meisten nur ein Playstyle bekommen. Käufer hat irgendwie Tiki-Taka Plus bekommen und Technical, aber allgemein, da gibt es irgendwie hier ganz viele Fehler gerade. Thunderstruck-Upgrades broken, some can't start games with them, some missing Playstyles, some incorrect Upgrades. Also nur, dass ihr Bescheid wisst, falls ihr eine Thunderstruck-Icon habt oder so. Ich würde mich allgemein gerade von den Preisen auf jeden Fall fernhalten, nicht da irgendwie jetzt blind irgendwie einkaufen in irgendwelche Thunderstruck-Icon-Karten, weil EA da gerade Probleme hat. Dementsprechend einfach abwarten, Tee trinken, falls ihr die im Verein habt. Und ja, wenn ihr die kaufen wollt, würde ich jetzt auch nochmal warten, bis da alles gefixt ist und da alles wieder läuft. Dann werde ich euch auch auf den Socials oder auf dem WhatsApp-Trading-Channel auf dem Laufenden halten, wenn es gefixt ist, dass ihr dann wieder Bescheid wisst, dass ihr euch solche Karten kaufen könnt oder sie halt wieder benutzen könnt. Gut, da haben wir auch noch New Packs coming. Das heißt, EA Sports haut weiter auf die Kacke und möchte natürlich weiterhin Geld verdienen. Ein 60x82 Plus Pack kommt mit 5 87 Plus Spielern drin. Ein 60x81 Plus Pack kommt mit 2 87 Plus Spielern drin. Das wären natürlich beides wieder Shop Packs. Das heißt, auch nach Black Friday wird EA auf die Kacke hauen. Aber ich glaube, dass nach Black Friday weniger Leute reinpayen und dass das Ganze weniger Impact auf den Markt haben wird. Nichtsdestotrotz bleibt meine Meinung gleich. Wenn wir solche Shop-Packs bekommen, solche Shop-Packs angekündigt werden, wir eine komplett neue Promo bekommen, die noch nie in EA war, dann noch so geile Spieler drin bekommen, geiles Konzept versprochen bekommen, sehe ich halt Freitagabend auf jeden Fall einen Markdown. Ne? Das heißt, morgen das Video wird wahrscheinlich auch sehr wichtig, wo wir uns auf dieses Markdown dann ein bisschen vorbereiten, gerade so auch investmenttechnisch, was man sich einpacken kann. Aber dazu dann, wie gesagt, morgen mehr. Marky Mashups Prediction haben wir dann noch. Inter, Mailand, Napoli ist Quatsch, könnt ihr rauslassen. Inter ist jetzt aktuell noch drin. Ich würde mir, glaube ich, einfach Barca und Atletico Spieler für Abschlusspreis holen, also 400, 500 Münzen am besten. Rare Spieler könnte man sich auch noch für 700 Münzen einpacken. Ich werde jetzt explizit keine Beispiele nennen, weil sonst alle auf dieselben Spieler gehen. Deswegen, falls da jemand Interesse hat, dann schaut einfach selber nach Barca Atletico Spielern, das sollte ja nicht zu schwer sein und dann könnt ihr euch die eigentlich für Abschlusspreis gut erbieten oder erst snipen. Genau dasselbe gilt für Menu und Newcastle. Ich glaube halt eher, dass man einen Barca, einen Atletico Spieler braucht. Kann natürlich aber sein, dass du auch dann doch trotzdem obendrauf einen Newcastle oder Menu Spieler brauchst. Aber ich glaube halt eher, dass sie bei Newcastle und ManU das so machen werden, dass du einen Spieler von Newcastle oder ManU brauchst. Aber selbst dann machst du halt mit Abschlusspreis nichts falsch. Aber wer da irgendwie ein bisschen investieren möchte, ich würde auf Barca Atletico tippen. Die letzte Info des Tages, ich sehe gerade, wir sind beim Video irgendwie trotzdem schon bei 14 Minuten, ich weiß nicht, Digga, weil das sind so viele Infos, ne, ihr merkt selber, das ist gar nicht so einfach, das so schnell runterzuraten, ich habe mich echt beeilt, aber ich möchte halt auch nichts vergessen irgendwie zu sagen, aber die letzte Info ist halt die wichtigste, deswegen hoffe ich, dass ihr bis zum Ende dran geblieben seid, ihr könnt ja mal Hashtag Icon in die Kommentare schreiben, wenn ihr auf jeden Fall bis hier geschaut habt, dann weiß ich auf jeden Fall, wer die Ehrenmänner unter uns sind und das Video bis zum Ende geschaut haben, beziehungsweise ist noch nicht zu Ende, aber grob bis zum Ende geschaut haben, und zwar ein Base Icon Pick wurde geedit und zwar mit derselben ID wie von FIFA 23. Das heißt, wird wahrscheinlich ein Icon Pick 1 auf 2 und ich denke mal, dass das auf jeden Fall auch wieder sehr, sehr viel Hype mit sich bringen wird. Der kommt während der Radioactive Promo und dadurch, dass es bei den Promos eigentlich immer so ist, dass sie am Sonntag kommt, so eine SPC, denke ich auch dieses Mal wird es wieder Sonntag sein. Während Black Friday war das ja alles ein bisschen durcheinander. Da kam ja jeden Tag irgendwie eine krasse Promo. Da kam am Samstag ein Icon Pick, dann kam am Sonntag Hero Pick und so weiter und so fort. Also da war alles komplett durcheinander. Aber ich glaube jetzt zu den normalen
normalen Promos wird es wieder so sein, wenn wir eine Gamble SBC bekommen, ist es entweder ein Icon Pack, ein Hero Pack oder ein Icon Pick, ein Hero Pick und der kommt dann am Sonntag. Das heißt, ihr könnt euch schon mal darauf einstellen, Sonntagabend kommt wahrscheinlich ein Icon Pick raus und dementsprechend können wir natürlich auch mal auf Footbin gehen und uns nochmal ganz kurz so ein bisschen das SBC Futter anschauen, weil das natürlich jetzt nochmal ganz spannend wird Richtung Ende der Woche und zwar, oh, es gibt auch Road to the Knockouts Upgrades, dafür sind wir jetzt leider in dem Video zu spät, hatte ich jetzt gestern im Video nicht angesprochen, weil ich gestern auch genug anderen Content hatte. Ihr seht es, also es gibt tatsächlich manchmal auch so Tage und auch mehrere Tage hintereinander, gerade während Black Friday jetzt, muss ich halt einfach sagen, ihr habt auf die Kacke gehauen, es gab genug Content, es gibt genug Leaks, es gibt genug Sachen zu besprechen, aber diese Road to the Knockout Karten, damit kann man halt auch immer geil traden, aber dafür nutze ich dann halt eher die VIP-Trading-Gruppe, muss ich ganz ehrlich sagen, weil da sind Leute drin, die lassen Sub auf Twitch da, das ist für die nicht teuer, das sind 4 Euro oder mit Amazon Prime sogar kostenlos und ich kann denen da halt einfach am besten Live-Upgrades geben, welche Karten man irgendwie wie wo investieren kann, schnelle Welle noch mitnehmen kann, weil man die auscashen kann und die können da halt dann auch immer direkt Fragen stellen. Wenn ich das in die Free-Gruppe schreibe, dann kriege ich DMs, ey, du hast ja den und den da reingeschrieben, warum, weshalb, blablabla, ey, du hast ja den und den da reingeschrieben, warum, weshalb, und das ist dann einfach zu schwierig so. Und deswegen ist das immer sehr, sehr geil, so mit so Live-Karten und so für die VIP-Gruppe und das ist halt sehr, sehr schwierig für YouTube-Videos oder für Free-Gruppen, das euch da irgendwie nahezulegen. Deswegen verzeiht mir, dass jetzt nicht zu den Live-Karten gekommen ist, aber ich hatte, glaube ich, am Wochenende sogar ein paar Live-Karten mit drin als Investment, das heißt nicht spielbare Live-Karten, sondern einfach Rating-Karten. Die sind auf jeden Fall auch schon gut gestiegen. Ich habe gesehen, Mertens ist, glaube ich, bei 26, 27k, kann man auf jeden Fall auscashen, falls ihr das Video rechtzeitig seht, vor dem Gala-Spiel. Und ich habe gesehen, dass ein Awar und ein Dzeko immer noch so sind wie am Wochenende bei den Preisen. Also Dzeko 45k, Awar, glaube ich, knapp 20k, sind auch nochmal beides gute Investmentpreise, die ich euch jetzt hier nochmal kostenlos mit auf den Weg gebe, weil wenn Fenerbahce morgen gewinnt, wird Dzeko 10k ungefähr steigen, sage ich. Und wenn Awar, also Rom, morgen gewinnt, dann wird auch ein Awar nochmal 5k bestimmt steigen. Dementsprechend sind das eigentlich ziemlich sichere Investments, kommt aber trotzdem auf die Live-Leistung an. Wenn die morgen verkacken, Fenerbahce und Rom, dann kannst du es knicken. Gut, ich wollte ja aber auf die cheapest players per Rating sehen. Da werden wir jetzt, glaube ich, vielleicht sogar Awar und Dzeko sehen. Und zwar gehen wir jetzt einfach nochmal die Preise durch, ob sich da von gestern was geändert hat. Ja, oh, oh. 83er sind tatsächlich nochmal günstiger geworden. 84er sind, also alles ist nochmal ein bisschen günstiger geworden als gestern. Das unterstreicht ja meine Aussage, dass ich spätestens bis Mittwoch Futter verkaufen würde, auch wenn wir krassen Content behalten. Aber die Leute sind halt mittlerweile auch ein bisschen arm geworden durch den ganzen Content und können halt nicht mehr jede SBC machen. Das heißt, ich glaube, dass Richtung Freitag die Preise auf jeden Fall nochmal runtergehen, auch wenn wir Griezmann und sowas bekommen. Und dass man dann Richtung Freitag, Samstag nochmal sehr, sehr gut investieren kann vor dem Icon Pick, weil selbst mit dem Leak vom Icon Pick ist jetzt hier eigentlich nichts wirklich nach oben geschossen. Dementsprechend zeigt das eigentlich die Richtung an, die es jetzt zum Wochenende hin halt geht. Und ja, da könnt ihr dann jetzt einfach, falls ihr Investments habt, die halt behalten, was ein bisschen riskier ist, oder ihr casht sie halt aus, wie ich es in den letzten Videos schon gesagt habe, dass ihr einfach ein bisschen UV draufstellt, weil ich glaube, dass die UV halt einfach weggehen. Das heißt, ihr packt einfach 1-2k nochmal oben drauf bei den Karten, jetzt bei den günstigeren Karten, ne, so 84er, 83er würde ich vielleicht nicht 1k draufpacken, da würde ich eher so 500 Münzen draufpacken, aber ab 85er, 86er kannst du 1-2k draufpacken, bei den 87ern kannst du sogar schon 2k draufpacken, bei den 88ern so 2-3k oben drauf, bei den 89ern packst du auch so 3k oben drauf, bei den 90ern vielleicht auch nochmal 3k und bei den 91ern vielleicht auch nochmal so 4k oder so, falls du da noch irgendwelche hast. Kartoto zum Beispiel, geiles Investment gewesen, hatte ich entweder im letzten oder im vorletzten Video drin, für irgendwie knapp 65k, die ist jetzt tatsächlich geupgradet worden, die Thunderstruck-Karte, und ist jetzt 73.000, 74.000 wert, hat man mal eben so 10k Gewinn gemacht. Dasselbe mit Little, die war bei knapp 30k, ist jetzt bei knapp 40k, weil sie geupgradet wurde, und Lukaku ist von 20 auf ca. 24, 25k, also auch hier ein geiles Investment gewesen, wo man gut Plus mitgemacht hat. So, aber ich beende das Video jetzt auch, sonst kommt das Video gefühlt nie online. Ich hoffe, ich habe alle Infos drin. Falls nicht, stellt eure Fragen einfach in die Kommentare und wir sehen uns ja spätestens morgen früh beim nächsten Video. Bis dahin würde ich sagen, haut rein und ciao, ciao.